What the idiot? Oh, it's dead. Was? Ich wurde schon wieder getapekillt! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen Runde CSGO. Ja, oh, wie ich ihn einfach gepimmelt hab, Alter. Okay. Ich weiß. Ich musste alles um einen Tag verschieben, weil Hello Neighbor gerade frisch rausgekommen ist, also die Alpha. Und diesmal wollte ich nicht der Letzte sein, der irgendwie da was bringt. Und deswegen habe ich es etwas früher gemacht. Leute, es gibt heute so viel zu erzählen, so viele wichtige Informationen. Erstens, irgendjemand von euch hat gecheatet. Ich habe gerade eben die Nachricht gehabt, da im Steam-Dingenskirchen, dass einer von meiner Party letztes Mal gecheatet hat. Und dann eben die üblichen Sachen. Sie werden runtergestuft, sie bekommen den Win weggenommen und so weiter. Okay, der Mate schreibt in der allerersten Runde, fucking Noobs. Wir haben noch gar nichts gemacht, wir konnten noch gar nicht zeigen, wie schlecht wir sind. Er hat jetzt schon Ausball dummer, dass wir Noobs sind. Geil. Mein Rank ist noch da, ich habe aber einen Win verloren. Ah. Also es muss gar nicht... Scheiße, Mann, dass der mir jetzt so in den Rücken gefallen ist. Geil, jetzt schießt mich der Mate ab! Oh, sagt er! Irgendjemand hat gecheatet, mit dem ich in einer Party war. Und die letzten X Partys waren ausschließlich, Viewer-Game Partys. Warum geht der dahin, wenn sie doch hätten die geballte Power von drei Mitspielern nutzen können? Wow. Moin, dude! Ich habe das mindestens schon 4-5 Mal bekommen, diese Nachricht, dass einer von meiner Party gecheatet hat. Ich habe einmal komplett meinen Rank verloren, er war einfach weg. Ich habe dann zwar nach einem Spiel direkt wieder einen Rank darunter gehabt, aber es war kurz so, what, dude? Okay, scheiße, diese sind gepusht, aber die haben wir easy geholt, Mann. Das zweite Thema betrifft direkt den Stream heute Abend. Ihr wisst ja, heute Abend ist Livestream und ich habe ja ganz groß geprahlt damit, dass wir, es auch eine Runde LOL gibt, also direkt ein Viewer-Game in League of Legends. Und das wird auch so geschehen. Ich mach's so. Ich werde zuerst eine Runde CSGO spielen, so wie ich es immer mache, einfach damit alle eintrudeln. Vor allem die LOL-Leute, die müssen dann erstmal, die sind ja noch recht frisch, die müssen dann erstmal in den Stream reinkommen und auch die Punkte sammeln und hin und her. Und, wenn das... Komm, ich hab den Header gegeben, du Wurst. Echt ein Frechdachs, ne? Ich habe ihn echt doch gepimmelt mit der P90. Ich habe den Firefight schon aufgegeben und wollte mich verstecken. Also es ist nur nochmal so eine Geschichte der Logistik jetzt gewesen, dass ihr das wisst, dass dann League of Legends gezockt wird. Und wenn nach dem CSGO-Spiel dann League of Legends gespielt wird und beide Spiele recht schnell vorbeigehen, können wir auch noch ein CSGO-Viewer-Game machen. Falls die Zeit nicht mehr reicht, werden wir aber auf jeden Fall noch ein Giveaway machen in CSGO. Ich weiß nicht, ob es in League of Legends auch funktioniert, Giveaways. Man kann da solche komischen Skins haben. Ich glaube aber nicht. Die, Bitch. Oh, komm, der hat die voll gefressen. Der Mate blockt mich in den Tod. One on spot. He's down. Scheiße, ich bin full flashed. Cool. Warum flasht mich der Mate weg? Warum tut er das? Will er mich irgendwie ficken? Ich verstecke mich einfach hier mal. Ich hoffe, ich überlebe das. Ja, easy. Ja, damit ihr einfach nicht überrascht seid und dass ihr das auch mitbekommt und dass vor allem auch die, die unbedingt LOL spielen wollen, dann auch am Schlüssel sind. Alles klar. Muss ich wohl mal einen Molly reinschmeißen in die ganze Chose hier, ne? So wie das hier schon wieder ausartet. Krieg ich direkt wieder einen Hals. Der Mate wurde geklatscht mit der Bombe. Das ist ein bisschen kotig, aber... Ich hole einfach geschwind die Bombe. Und dann haben wir Ruhe. Ah! Komm schon, bitte leg die Bombe, Alter. Hopp. Ich hab's schon verkackt. Und die letzte Sache ist auch eine extrem wichtige Sache. Ich hab's im Livestream schon angesprochen. Ich bin jetzt auf einer CSGO-Skin-Kauf- und Verkauf, also Handelsseite, gepartnert. Das heißt folgendes. Erstens mal, ihr wollt wissen, was das für eine Seite ist. Hier unten ist direkt mein Link. Das ist mein Partnerlink. Wenn ihr euch über diesen Link anmeldet, dann bekomme ich, nice! Provision. Und bei 10 Leuten, die sich anmelden, bekomme ich, glaube ich, 2,50 €. Und das kann dann auch wiederum einfach in den Stream und auch in die Videos reinfließen, in Equipment und hin und her pipapo. Auf der Seite könnt ihr eure Skins, wie gesagt, verkaufen und auch Skins kaufen. Könnt ihr über PayPal alles Mögliche bezahlen. Ich habe jetzt gerade nicht alles im Kopf, aber was mir schon mal sehr gut gefallen hat, die Seite ist extrem transparent. Ihr könnt euch direkt einlesen und alles nachschauen, wie die Seite ihr Geld verdient. Also, wie viel sie abzwackt, so wie andere Seiten das ja auch machen. Das sind immer so ein paar Prozent, die Seite natürlich behält von der Transaktion. Und sie sagen selbst von sich, dass sie deutlich günstiger sind als andere. Aber ihr könnt das alles nachlesen. Es steht alles offen da, wie es funktioniert, wie viel wer bezahlt und was wie an wen geht. So, von diesen Prozenten, die eben dann von den Käufen und Verkäufen abgezwackt werden, erhalte ich 4%. Und ihr könnt euch die Seite einfach mal anschauen. Ihr müsst ja dort nichts kaufen, verkaufen, ihr müsst auch nicht mal einen Account machen. Aber ihr könnt über meinen Link hier unten, der hier unten verlinkt ist, oder meinen Partnerlink auf diese Seite gelangen. Ich werde über B gehen. Ich nehme an, die haben alle schon verschoben und ich treffe sie jetzt gleich hier irgendwo. Truck. Nein, das ist ein Truck, der ist down. So, komm. Alter, krass. Wie er mir direkt geben wollte, der Sack. Aber nicht mit mir. Ich habe mich drunter weggeduckt. Ich hatte mir schon selbst in der Vergangenheit, also in der fernen Vergangenheit, überlegt, dass ich, wenn ich mal was ultra fettes ziehe, was richtig geil ist, so eine Dragon Lore oder so, dass ich einfach verkaufe. Und ich damals halt auch nicht wirklich wusste, wie ich da einfach an bares Geld rankomme. Und so eine Seite ist dann natürlich optimal für so etwas geeignet.
Oh, ja, er muss mich unbedingt anschießen, wie so ein Vogel. Alter, wo... Oh, shit. Oh, da, da hinten steht da dieser Wichser. Warum haben die Mates die Bombe nicht mitgenommen? Die Bombe wäre jetzt auf B und wäre gelegt, aber sie haben sie einfach da hinten liegen lassen. Das finde ich schon echt hart. Das finde ich gar nicht cool, dass sowas passiert ist. Naja, aber es steht 7-0. Hey, was will ich mehr? Und ich kann alle Infos schon rausquetschen. Jetzt kann ich wieder Quatsch machen. Oh Mann, bin so behindert, ne? Schade. Ich dachte, ich werde cool. Und jetzt bin ich so... Dumm gelaufen! Mach jetzt einfach ein Triple Asi Multi Double Super Duper Hyper Spicy Freaky Spacey Kill. Diesem, der ist zurückgegangen bestimmt auf lang. Und da stehen sie beide. Die AWP guckt und der andere steht jetzt direkt links. Was mal over. Aha! Ja, scheiß doch die Wand an die Zeit. Wo, wie ich direkt runtergerutscht bin, noch keinen verschissenen Stern hat, dabei habe ich doch so gerockt am Anfang. Ah, ja, ja. Find ich nicht gut, ne? Es spricht nicht fürs Spiel, wenn ich nicht der Erste bin. Das ist ganz komisch dann. Ich glaube, dann ist das Spiel kaputt oder so. Okay, die haben ja jetzt Orb. Die haben jetzt Orb. Warte mal. Was sind denn die? Ah, die haben jetzt 2 oder 3 AWPs, ne? Die ziehen sich jetzt komplett zurück. Ah, wir haben schon einen gepimmelt. Ah, die haben auch schon einen von uns gepimmelt. Okay, gut. Das ist dann geben und nehmen. Hopp, komm her. Das ist eine AWP. Scheiße. Wo ist denn der Mate jetzt hinter mir hin? Planting at B. Incoming. Go, go, Power Rangers! Na, 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 na. Bro, ich bin da, ist alles gut. Der krasse Killer ist da, um dich zu retten. Den hustle ich dir easy weg. Bombe geht eh hoch. Nein! Tot, der ist tot. Oh, der andere Mate auch, shit. Jawohl, Leute, das hat er gut gemacht. Es war sehr schön, dass er noch geplantet hat. Also der Kerl, der hat zwar am Anfang rumgemuckt, aber der Kerl ist auch echt gut drauf. Aber er hat schon 3 Sterne und ich gar keinen. Das finde ich wirklich frech. Das finde ich wirklich extrem frech. Diese Runde spiele ich meines Wissens gar nicht so schlecht, ja. Und ich habe einfach keinen verschissenen Stern. Ich freue mich wieder richtig extrem auf euch, auf den Livestream. Es wird richtig, richtig toit. Ich werde auch gleich noch ein neues Spendenziel eintragen. Das muss ich ja noch machen. Und ich muss das OBS noch für LOL einstellen. Shit, dude, das ist so wenig Zeit. Ich habe leider gerade durchs Studium noch extrem viel zu tun. Ich muss noch einen Animationsfilm machen. Der wird anstrengend. Warum flasht er mich jetzt, sag mal? Das ist auch der, der mich geteamkillt hat vorhin. Das ist noch ganz sauber, der Kerle. Na, one up. Oh nein, da werden sie weggerußt. Komm schon. Nice, der Kollege. Oh, fuck. Okay, der hat gleich das ganze Team geholt. Es steht 2 gegen 2. Sie können es eigentlich schaffen. Wenn sie jetzt mit der Bombe... Haben sie die Bombe? Nee, haben sie nicht. Ja, geil. Immerhin war der Molly nice. Aber es ist aber krass, wie brutal die abdecken hier. Komm, der andere... Oh. Okay, zeig, wofür wir gearbeitet haben. So im Fitnessstudio, alle mit so Waffen. Er rennt sogar gegen die Wände, weil er so arg leckt. Shit, shit. Gut, konzentriert. Oh, scheiße! Ich hätte schwören können, ich kam nicht raus. Ich weiß aber nicht, ob ich wirklich geblockt wurde. Das muss ich in der Wiederholung sehen. Oh, scheiße! Oh, wieder laggt es! Wieder laggt, das ist ja echt... You're lagging like a... Lagge. Shit, jetzt haben wir einen Bot. Ah, nee. Society ist wieder da. Er hat einen recht hohen Ping von 240. Das ist noch im Rahmen des Möglichen. Nicht. Ach, nee, nee, diesmal nicht. Eure Wursttaktik da. Bro? Das ist komisch, dass die Mollys auch im Wasser funktionieren. Das flasht mich jedes Mal, ne? Das finde ich total merkwürdig. Das ist so richtig Gewürzteig. Fuck! Und hinter mir kam noch einer. Was habe ich gerade getrieben? Oh, das war echt ultra, ultra, ultra bad. Das war echt ultra bad. Das hätte ich nicht machen dürfen. Er sagt, wir sollen alle rushen. Ich habe nicht genau verstanden, wohin, aber wir werden alle rushen. Los geht's, dude. Wir werden alle zu Russen. Here we go. Wie, das ist doch kein Rush, was du hier machst. Hab ich easy. What? Er hat mir echt direkt einen Lucky Header gedrückt. Warum habe ich ihm keinen Lucky Header gedrückt? Ah, Fragen über Fragen. Aber gut, God Bless hat die Bombe. Er ist wenigstens so, dass er direkt plantet. Das ist schon mal sehr schön. Shit. What the fuck are you doing? Take AK. Mit der AK hätte er da auch nicht viel mehr machen können. Schade, ne? Diese Runde hätte eigentlich uns gehört. Wir hatten 2 gegen 1. Und er hat beide gepimmelt. Kann ich kurz durch? Danke. One down, dude. One is fucking down. Wie die Amis am Schießstand. I got him. I got this fucking bitch. Vor allem, wenn es so dicke sind. So dicke kleine Mädchen am Schießstand. Ist schon lustig. Oder auch dicke kleine Jungs. Ist egal. So, Molly ist raus. Oh, geil. Jetzt kommt er angedackelt. Play long, I think. Without. Go, 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 go. You got no time. No. Oh my god. Yeah, calculated. Easy, die Runde geholt, verstehst du, Mann? Wie ich ihn einfach ausgeplayt habe, Alter. Er hat gar keine Zeit mehr gehabt, um nachzudenken, wie behindert er ist. Aha. Ich hoffe, wir bekommen das 10-5 noch hin. Sonst richte ich Monsieur Hodenkrebs noch ein bisschen mehr auf, wie eben schon. Vor allem bei dem Lagger. Oh, da war er richtig fuchsig. Da war er wirklich fuchsig, der Kollege. Aua, danke schön, Realtek. Was ist das für ein dummes Arschloch? Er hat mich vorhin gekillt und jetzt schießt er mich schon wieder an. Und zwischendurch flasht er mich wie so ein Bock. Da kriege ich echt Krämpfe im Sack. Das ist nicht Chair. Das ist nicht Chair. GG, Hackers! Bomb down in front of B.
to be shot. Wie er hinrusht, Alter. Okay, er hat die Bombe, ist doch egal. Ich gehe hoch auf A. Okay, nice! Geil, zum Glück waren wir jetzt zu dritt on spot und haben nicht noch irgendwie Scheiße gemacht von wegen, komm, oder so. Keine Ahnung, was man da machen kann. Irgendwas Schlechtes halt. Ich hoffe, wir sagen jetzt nicht jede Runde an, sonst rede ich mir ja noch den Mund fusselig. Ich bin es nicht gewohnt, so viel zu sprechen. Ich glaube, nach meinem Informatikstudium werde ich Radiomoderator oder sowas. Incendiary out! Wir sind die deutsche Volkswagen! Ja, Mates, ihr habt das voll im Griff, sehe ich das richtig. Dass ihr die gerade so hart schniedelt, wie noch nie jemand geschniedelt wurde. Dass man fast von einer homosexuellen Handlung sprechen könnte. Meine Herren, sehe ich das korrekt? Sind wir da d'accord? Wo sind wir jetzt hin? Das ist ein Play, das Arschloch, du! Ich habe noch einen Kill abgestaubt, ich alter Ganov! Da kommt mich einfach von B getingelt und pimmel ihn weg. Sehr nice. Habe ich gut gemacht, dankeschön. Ich weiß, heute kriege ich das Video doch hoffentlich rechtzeitig hin. Oh, he's short. Was für ne... Ich sag direkt zu Anfang, ich geh B lang. Er steht neben mir. Keiner guckt short und er fickt uns von short. Er hat noch nicht mal was gesagt. Er hätte doch zumindest ankündigen können. Wow, ich habe übrigens AWP und ich würde gerne B lang gehen. Können wir da vielleicht ein Engagement treffen? Werden wir da vielleicht irgendwie eine Absprache finden in den nächsten paar Dekaden? In einem Konferenzraum möglicherweise. Mit weichen Sesseln, kleinen Saftflaschen und Salzstangen oder so. Können wir da vielleicht was aushandeln? Glaubst du, wir kommen auf einen gemeinsamen Konsens? Aber nein, er lässt mich einfach nackt, wie ich bin. Auf B verrecken. Also uns. Weil er so einen Scheiß macht. Jetzt mal Rage off, Leute. Ich will das Spiel genießen. Oh, scheiße. Der Lecker ist noch am Leben. Und der... Ja, nice, dude. Ihr könnt die Fierce. What the idiot. Oh, it's dead. In water, Idiot! Das ist schon so ein Idiot, ne? Ah, so ein kleiner Idiot. Das sind mir eh immer die Liebsten, die einem während man spielt sagen, wie man spielen soll. Es sind zwar natürlich meistens 70-80%ige Wahrheiten dabei, aber diese 20% Fail, die passieren können, also indem man die Taktik durchzieht und eben nicht das macht, was man machen wollte und dann der Gegner plötzlich was Unvorhergesehenes macht, die berechnen sie nicht mit ein. Man will dann danach schauen, dass das nicht eintrifft, dann trifft doch ihre Vorhersage ein und dann heißt, das sind die Runden, wo sie dich anpimmeln. Aber wenn du dann zufällig dadurch, durch dein extra gucken oder wie auch immer, plötzlich die Runde gewinnt, heißt direkt, nice! Und dann kriege ich ganz schnell mal Krebspickel am Sack. Shit, Alter, das sind noch alle fünf, ne? Das war schwach, aber wer rechnet schon damit? Waren sie noch zu fünf? Saving the gun, this is so fun. Muss man direkt eine Kleinigkeit essen, aber ich werde es natürlich rausschneiden. Ihr könnt das gar nicht sehen, was ich jetzt esse. Vielleicht ist es kacke. So, sind wir jetzt wieder zu 80st auf B oder können wir normal stehen? Ich meine, 3B ist ja eigentlich auch normal, ne? Einer steht oben im Vogelnest, einer short, der andere nicht short. Alter, guck mal, wir waren zu dritt gerade eben short. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wie kann er so einen Scheiß machen und uns so in die Gefahr geben, bringen, drücken? Das ist Dreckarsch, der Kerl. Der Kollege unterstellt ihm sogar einen Hack, was mir in dem Moment jetzt völlig wurscht wäre. Aber naja, was soll man machen, ne? Ja! Was? Ich wurde schon wieder geteamkillt! Ich wurde das zweite Mal im Spiel geteamkillt. Ich hätte noch einen dritten Kill gemacht. Wie easy hätte ich den gemacht. Hätte 100%ig den verschissenen Stern bekommen. Ich habe ihn doch gesehen da. Und dann kommt der Mate von hinten und pimmelt mich wieder um. Ah, ich habe den Stern, sehr gut. Zwei von meinen 12 Deaths sind Teamkills gewesen. Also wie hart sagt denn das hier bitte? Can you drop, please? Verschissene Kacke, Leute. Es gibt's nicht. Ich habe aus dem scheiß Spiel ausgetappt und komme jetzt rein nach 100 Millionen Runden. Es ist komplett abgestürzt einfach. Blackscreen die ganze Zeit. Ich würde mich gerade so gerne einfach umbringen. Ich war eigentlich easy erster, verstehst du? Aber da bin ich einfach... Wie viele Runden war ich denn jetzt weg? Zwei, oder? Regt mich das auf. Unglaublich. Richtig unglaublich, Alter. Oh, Mann. Da ist einfach die Bombe da nicht. Also, falls er es gesagt hat, habe ich es nicht mitbekommen. Ich war zu sehr in Rage, aber da läuft ein Spiel mal so mittelprächtig. Eher so mittelschlecht, aber endlich mal etwas besser als sonst, ja? Dann werde ich zweimal geteamkillt, mehrfach geteamattack, geteamflasht und dann tappe ich aus dem Scheißspiel raus, nachdem mir jemand seine Waffe geschenkt hat. Hallo? Oh. Naja, immerhin haben wir den Sieg jetzt wieder reingeholt. Es waren eben nur noch 190, eben wegen dieser Cheating-Geschichte. Es findet ja gerade ein ultramäßiger Kampf statt in den Daumen nach oben und Fuse für die drei Games, die gerade auf dem Kanal laufen. CSGO, LOL und Hello Neighbor. Und ich habe bei Hello Neighbor schon die Leute angestachelt, für ihr Spiel mal ordentlich reinzudaumen. Und macht ihr das am besten auch, ja? Verstehst du? Ist logisch. Wobei Counter-Strike im Moment echt eh am höchsten ist. Ich habe letztes Mal auf 50 Daumen gewettet. Und es waren dann irgendwie 130 oder sowas. Also das war echt total krass, hat mich so weggeflasht. Vielen Dank auch dafür. Und ja, mal sehen, wie es jetzt hier mit dieser Folge laufen wird. Da fällt mir ein, ich muss mir demnächst wieder ein Nametag holen. Falls ihr noch euch übrig habt, haut's doch ruhig her. Dann kann ich euch hier eine Waffe unterschreiben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und kommt zum Stream, okay?